Weiter geht's auf Route, ich habe keine Ahnung welche, und wir kämpfen jetzt gegen diesen alten Mann da. Alte Männer sind in der Regel pädophil und haben daher kleine Pokémon wie Quapsel oder so dabei oder Seepa. Darum wechsle ich mal zu Rouge. Kämpfe mit mir. Wettkampf. Ich kann davon nicht genug kriegen. Ja, guck ihn ja an. Gamer Jasper. Und er hat keinen. Er ist auch ein kleines Pokémon. Oh mein Gott, das hat die perfekte Form für ja, Belustigungsspiele, sagen wir es mal so. Ja, Level up. Was hast du noch? Hast du noch ein Myrapla? Ein Oddish. Ein Myrapla, ja, passt ja. Wow, hält sogar mehr aus. Nein, 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 das ist meine Taktik. Verflucht seist du. Wechsle ich zu Glutexo, zu Jalapenos. Ich werde, das macht jetzt einfach wieder ohne irgendeinen Sinn Schlafpuder. Na, doch nicht. Gut. Mist, jetzt ist mein Rouge für die nächsten Kämpfe eingeschläfert. Beziehungsweise könnte sogar einen Aufwecker dabei haben. Weiß gar nicht. Gamer Jasper. Ich hatte eine Chance. Du hast mir keinen einzigen HP abgezogen. X-Abwehr. Jetzt zu dir. Da bleibe ich bei Jalapenos. Sorgfältig lege ich hier da Kabel hin. Wozu auch immer, in die Pampa. Braxton. Die haben nur ein einziges Kraftwerk, um 12 Städte oder so zu betreiben. Finde ich stark. Und im Kraftwerk arbeitet keiner und es ist kaputt eigentlich. Das ist irgendwie komisch. Paralysiert. Mist. Es brennt. Haha, es geschieht dir recht. Ein schlafendes Pokémon, ein paralysiertes. Das war elektrisch. Ja, Glückwunsch. Ach toll. Egal. Weiter, weiter, weiter. Noch ein Spieler. Oh, probieren wir mal. Probieren wir halt mal mit Sasquatch. Ah, noch eine. Ja, ich habe noch eine Potion. Ich habe noch nie gewonnen. Das ist bitter, wenn man ein Spieler ist. Aber er hat ein Pokerface. Darien. Ein Fukano. Ah, sehr clever. Jetzt hat man drei Spieler. Der eine hatte zwei Pflanzen-Pokémon, der andere zwei Wasser-Pokémon und der hat jetzt wahrscheinlich zwei Feuer-Pokémon. Ah, da haben sie. Also. Chapeau, da haben sich die Entwickler ausnahmsweise mal was dabei gedacht. Da bin ich. Wirklich. Wow. Buff. Und dann hast du noch ein Vulpix dabei. Ich kann in die Zukunft sehen. Will-O-Wisp? Wow. Ach so, ich brenne nur. Meine drei stärksten Pokémon sind paralysiert, eingeschläfert und brennen. Und haben eine gesunkene Verteidigung. Das ist stark. Naja. Das dürfte auch jetzt der vorletzte, letzte Trainer gewesen sein. Na, wahrscheinlich kommen noch 6 oder so. Ah, das kommen sehen. Er kann die Zukunft sehen, nicht ich. Jetzt zeige ich euch einen Megatrick. Nein, das wollte ich nicht. Einrettern.
Dreck. Megamäßig Dreck. Pisse. Verflucht. Nee. Ja, machen wir's so. Dieses Brennen nervt. Ich weiß nicht, ob ich Feuerheiler dabei habe. Ich glaube aber nicht. Ich habe mir nie einen gekauft. Und noch Wickel. Und ich krieg noch Schaden durch Wickel. Und ich krieg Schaden durch Feuer. Und was nicht alles. Doofes Spiel. Ich mag dich nicht. Gott, das ist alles für 124 EP. Habe ich einen Feuerheiler dabei? Nein. Ich hätte einen Aufwecker dabei. Fluchtseil. Das sinnvollste aller Items. Zwei haben wir noch, Trainer. Ja, jetzt haben wir. Ich bin der Beste in meiner Klasse. Ich trainiere jeden Morgen. Na gut, wenn er jeden Morgen trainiert, wann geht er dann zur Schule? Schwänzer. Yasu. Das erzähle ich deiner Lehrerin. Komm, nur noch drei weitere Ratzfratz und ich bin zufrieden. Oder zwei, oder wie viel du hattest jetzt. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Wie vorhersehbar doch manche Kämpfe einfach nur sind. Ach. Und? Ein Radikal. Das ist natürlich jetzt beunruhigend. Wow. Wenn es jetzt Hyperzahn macht... Nein, gut. Hyperzahn ist so eine Attacke gewesen, dass mein Pokémon mal so schnell dran gestorben. Ja, klar. Wow. Super effektiv. Ja, Level up. Verdammt, meine Pokémon müssen stärker werden. Tja, nicht genug trainiert, kleiner Pisser. Ich wecke jetzt mal Rouge auf. Ich habe tatsächlich einen Aufwecker dabei. Ich glaube, den habe ich sogar auf dieser Route hier gefunden. Und... Moment, jetzt ist natürlich die Frage... Wenn der erste Spieler Wasser-Pokémon dabei ist, war der... Gras, der dritte Feuer, dann hast du Elektro wahrscheinlich. Ich habe noch nie verloren. Das ist bestimmt der böse Zwillingsbruder vom letzten. Spieler Dirk. Und Tatsache. Charge. So eine Attacke, die habe ich nie so wirklich verstanden. Ich freue mich schon auf Major Bob, wenn sein Voltoball dann wahrscheinlich hier Dinge ins Kirchen einsetzt. Finale. So eine Bastard-Attacke. Später die Fahrradroute da. Na toll. Was will ich eigentlich sagen? Ach ja, da gibt es ja lauter Biker mit Smogons und Smogmox. Und jedes zweite setzt Explosion ein. Und auf die Route freue ich mich schon richtig. Ich glaube, da tue ich dann, wenn ich bis dahin eins habe, und relaxe noch vorne. Oh je. Das kann hundertprozentig Donnerschock. Kann aber wahrscheinlich auch Sonic Boom. Verdammt. Das wird jetzt riskant. Oh, so
Super Sonic kann sie auch noch. Und sei nicht. Ja, gut, paralysiert. Und stirb mit einem Schlag. Oh, perfekt. Sehr, sehr gut. Damit haben wir die Route komplett abgeschlossen, was die ganzen Leute hier angeht. Noch den Great Ball. Das klingt so falsch. Ich gehe zurück. Na, ich glaube, ich mache hier dann gleich Schnitt. Ja, ich mache hier Schnitt. Schau mir in die Augen und gehe offscreen zum Pokémon Center und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei schon in der MSA. Ciao, bis dahin.